Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Neue Info? Ja, da kommt das ein oder andere. Aber rutscht doch mal ein bisschen näher. Ich habe mir mal einen Kaffee mitgenommen und da ich heute nur im Voraus gebe, selbst heute nicht schraube, werde ich mir auch noch mal eine anstecken dazu. Oder vielmehr umgedreht, dazu anstecken. Ja, habe ich alles parat, alles ist hier. Es geht heute darum, wie geht es jetzt mit den Kymco Super 8 weiter. Die Ankündigung steht, schaut in meinen Beitrag, den ich dazu eingestellt habe. Und zwar nehmen wir jetzt demnächst den Motor raus. Das heißt, wir nehmen den Motor aus dem Rahmen raus und ja, fangen an, ihn langsam zu zerlegen. Sobald er zerlegt ist, ab da bestelle ich dann die Teile. Das heißt, ab da suche ich dann auch die passenden Teile raus, recht ordentliche Teile. Ne? Das Geld dafür steht soweit zur Verfügung, so dass ich auch recht ordentliche Teile dafür kaufen kann. Kein 0815 unbedingt. Nein, wir wollen schon ein bisschen sauber bleiben, dass der Roller auch lange, lange durchhält. Für die Arbeit, die man sich in diesem Moment macht, sollte es sich dann auch letztendlich lohnen. Ja, das wäre Nummer 1. Tja, Christopher, ich habe einfach mal deinen schönen mit blauem Licht den schönen Aschenbecher mit rausgenommen. Der ist heute mal dran. Der ist schon länger hier. Jetzt wird er ab heute eingeweiht. Dazu noch eine Tasse Kaffee. Alles perfekt. Alles richtig gemacht. Weiter geht es. Ihr seht, der Elisio steht hier. Der wird noch einen Tag vor dem Kymco vorgezogen. Vergaser reinigen, richtig sauber machen, sauber erstmal zusammenbauen und schon mal auf den oder in den, spielt keine Rolle, der Elisio kriegt diesen Vergaser dann. Ne? Bekommt erst nochmal den Gurtner Vergaser aufgesetzt und mit allen drum und dran anschließen, so dass der Roller letztendlich fertig ist. Mit der Luftgemischschraube werde ich natürlich auch noch sehen, was ich da mache. Da findet sich bestimmt noch was. Somit ist dieser Roller dann erstmal fertig. Was diesen Roller dann nur noch fehlt, ist eine richtig ordentliche Batterie. Er hat ja nun auch einiges verbaut. Das heißt, ich habe einiges verbaut. Das heißt, Alarmanlage, Voltmeter, Batterie, An- und Ausschaltung, Überbrückung, alles drin. Ihr wisst es. Ich wiederhole mich natürlich auch. Aber wir haben ja auch neue Zuschauer. Und da möchte ich den Leuten natürlich auch die Info weitergeben. Fernstart hat dieser Roller ebenfalls. Ein separates Rücklicht, was ich ebenfalls auch selbst verbaut habe. Ja, und dieser Roller steht schon mal recht gut hier. Möchte ich doch sagen, oder da vielmehr. Und das ist dann vorbei. Dieser Roller ist für dieses Jahr erstmal fertig. Lack
Das wird schwierig. Wir bekommen jetzt gerade wieder den Winter. Ich will draußen lackieren. Das wird sich dann wohl nächstes Jahr abspielen. Wenn das oder dieser Roller jetzt von der Bühne kommt, kommt erstmal, weil dieser Roller hat Vorrang, der Kymco Super 8 hat Vorrang, kommt er dann erstmal auf die Bühne, dass ich den Motor ziehen kann. Ne? Danach kommt noch ein Motor dran von einer Wiki. Wiki, das ist ein ganz, ganz alter Schinken. Das, ja, kein Roller, das ist ein Oldtimer, Moped. Und da habe ich schon länger, schon viel, viel länger den Motor hier liegen. Und dieser Motor muss auch unbedingt geöffnet werden, nachgeguckt werden, weil er lässt sich nicht antreten. Das heißt, die Verzahnung, da stimmt irgendwas dort drin nicht. Es traut sich kaum jemand ran an diesem Motor, weil das noch richtig alte Technik ist. Und mit Zahnrad und hat man nicht gesehen, da ein Schiebung oder Schieber und da noch und noch alte Technik eben. Ne? Und dieser Motor liegt schon sehr lange bei mir, den muss ich jetzt dann auch mal angehen. Für den Wiki-Motor habe ich einen kompletten Aufbauplan, weil wie oft macht man sowas? Früher habe ich sowas öfters in der Hand gehabt. Ne? Zumindest Zünder, Herkules, KTM, alles was so früher noch gängig war zu meiner jüngeren Zeit, sage ich mal. Da war es kein Problem, Motor zu öffnen, zack, zack, zack. Das, ne, das ging dann von der Hand. Aber ich habe ja dann etliche Jahre nichts mehr an solchen Motor zu tun gehabt oder damit zu tun gehabt. Von daher habe ich jetzt natürlich eine richtige Beschreibung, wo ich auch wirklich Blatt für Blatt wenden kann und der Sache nachgehen kann. Zur Not nimmt man auch noch ein Handy, macht ein Bild davon oder hiervon. Und da werde ich auf jeden Fall demnächst auch noch dran gehen. Das ist wirklich noch richtig schöne alte Technik. Aber auch schwer Teile zurückkommen. Sehr schwer sogar. Ja, kommt noch was dran? Habe ich dann noch ein bisschen Info für euch? Sicher, habe ich auch schon angekündigt. Rex 700. Rex RS 700. Zylinderwechsel. Ja, Viertaktmotor. Kommt auch noch dran. Ich sage ja, ich wiederhole mich, aber ich bringe immer noch mal was Neues dazu. Und gerade die Leute, die zu uns stoßen und auch bleiben, wo ich sehr dankbar für bin, müssen ja auch ein bisschen Info von mir bekommen, dass sie wissen, mit was machen wir hier überhaupt weiter. Ne? Wir sind ja schon allerhand Leute, muss ich schon sagen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, wirklich dankbar. Und nur wiederholt sich, wie ich schon sagte, immer das eine oder andere nochmal, eben weil die neuen Leute auch zugucken, vielleicht im Sessel sitzen und zuhören und zuschauen und manche machen es nach oder gucken, was hat Peter so für ein Handgeschick und manche gucken das wie eine Serie, könnte man sagen. Und das kommt natürlich auch dazu. Nicht jeder schraubt, aber viele gucken einfach auch Videos, um einfach mal zu entspannen. Vielleicht auch mal einen Kommentar dann dazu zu geben. So soll es ja auch sein. Dafür sind auch meine Videos da. Deshalb habe ich ja auch schon mal gesagt, meine Videos dienen natürlich auch teilweise der Unterhaltung. Und sicher, viele gucken mir übers Händchen zum Schrauben, das was ich weiß. Aber manche Leute sitzen einfach nur und gucken und genießen. Und das gehört dazu. Und ja, da freue ich mich natürlich auch drüber.
Vor allem, jeder hat eine Kleinigkeit. Wir sind so eine gut eingespielte Truppe. Alleine auf diesem Kanal, muss ich echt so sagen. Und das freut mich. Und das macht ja auch Spaß. Ne? Wir können uns austauschen. Wir schmeißen Tipps hin und her. Und das ist doch das Schöne. Und das ist doch ein richtig schöner Zusammenhalt. Wenn wir so zur Außenwelt schauen, das heißt in die Länder, die Nase da mal so ganz kurz reinhalten oder die Augen offen halten und horchen und sehen, was passiert gerade alles, sind solche Kanäle, wie ich sie doch gerade führe, ich denke mal gar nicht verkehrt. Und entschwingen, heißt es entschwingen? Ich komme jetzt nicht auf das richtige Wort. Auf jeden Fall nehmen wir so ein bisschen Energie raus, wo man einfach guckt, was macht derjenige und alles andere vielleicht mal ein bisschen vergessen kann, weil wir haben gerade einen Kreislauf auf der Welt, könnte man so sagen, der ganz schön strapaziert wird. Ne? Und jetzt habe ich das richtige Wort, zum Entschleunigen. Diese Videos dienen auch teilweise zum Entschleunigen. Spät, aber mir ist doch noch eingefallen. Das wollte ich sagen und ich denke mal, das ist auch gar nicht verkehrt. Man muss einfach mal abschalten können von den ganzen äußeren Eindrücken, so dass man sich dann eben mal auf eine andere Sache fixiert, wo man sagen kann, ja, ich bin ganz zufrieden, schau mir das jetzt mal an und mal gucken, was der nächste Tag so bringt. Das heißt, diese Woche geht es weiter. Heute haben wir allerdings schon Mittwoch. Ganz genau, wir können das Bergfest feiern und als nächstes geht es dann eben bei mir auch weiter. Das heißt, morgen, übermorgen, Überraschung, lasst euch überraschen. Wir schaffen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ne? Das mit den Elysio, mit dem Vergaser, der muss ja noch gereinigt werden und alles. Ich glaube, da mache ich diesmal wirklich kein Video drüber. Da stehen schon zu viele Videos von solchen Rollern, geschweige auch anderen Rollern, Viertakter. Und ne, das wird sonst, glaube ich, wirklich ein bisschen viel. Ich glaube, jetzt werfen wir den Blick lieber mal auf eine Motortrennung und Kurbelwelle austauschen, Lager, Dichtungen, Simmerringe, Dichtungspaste müsste ich mir auch nochmal besorgen. Ich habe nämlich keine mehr da, um den Motor dann entweder mit einer Papierdichtung zu dichten, also teils zu dichten, oder nehmen wir da was anderes. Das wird sich dann zeigen. Ich denke mal, wenn wir den Motor trennen, dann werde ich mit Dichtpaste vielleicht arbeiten. Da gibt es ja richtig gute Dichtpaste, da gucke ich mich nochmal ein bisschen schlau und dann wird er neu gedichtet mit einer neuen Kurbelwelle, wie ich schon sagte, mit allem drum und dran. Erstmal muss das alte raus, ne? Das dauert ja auch einen Moment. Ja, ansonsten noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin für heute durch. Ja, wie gesagt, mehr Info heute nur. Ne? Aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Mittwoch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.